Möglicherweise ist ein leichtes Hintergrundrauschen zu hören durch diese Kameramikrofone. Nun, in der Annahme, dass es nur selbst gibt, selbst gleichbedeutend dem absoluten Gott, das eine ohne zweiten. Dann spielt das Selbst mit sich selbst ein Spiel, indem es sich vor sich selbst versteckt oder sich selbst im anderen oder in sich selbst sucht. Es ist erstaunt darüber, wie mannigfaltig und unendlich und einmalig das Selbst sich selbst in Form bringt und über sich selbst reden kann und versucht, mit sich selbst eine Beziehung aufzubauen, an der es dann auch vielleicht noch arbeitet, weil sie vielleicht nicht so gut ist. Das Selbst als Berufskraut, gegessen von dem Selbst als Taro, das Selbst, das sich selbst versucht umzubringen in zahllosen Kriegen, das Selbst, das sich selbst versucht zu befriedigen in unzähligen Orgasmen und Liebesspielen und Koitussen, das Selbst. Es ist nicht vorhanden als Objekt und auch nicht vorhanden als Subjekt. Subjekt und Objekt sind ein Gedankenspiel in der Selbstverwirklichung, der traumhaften Legende eines Selbstes, das gern über sich selbst redet. So, ja, völlig langweilig. Völlig langweilig, wenn es nur Selbst gibt. Dann muss das Selbst doch so tun, als gäbe es ein anderes Selbst, durch das es bedroht werden könnte. Oder von dem es möglicherweise etwas erlangen kann. Oder es muss sich als kleines Ich identifizieren und in der Verirrung des kleinen Ichs dann nach dem großen Glück, der großen Zufriedenheit, der großen Basis, der Sicherheit und dem Frieden zu suchen, da es ja sich selbst von sich selbst als getrennt erfährt, weil es ja absolut allmächtig ist und gar nicht anders kann, als den Traum zu träumen von der Selbsttrennung. Denn das Selbst ist so allmächtig, dass es auch ohnmächtig ist. Die Allmacht beinhaltet die Ohnmacht. Es hat zwar alles gemacht, indem es nichts gemacht hat, und das macht nichts, aber es kann sich nicht kontrollieren, wie es alles gemacht hat. Hat es überhaupt etwas gemacht? Ist überhaupt irgendetwas passiert? Oder kann man das Passieren in alle möglichen Richtungen hin definieren? Sagen, ja, es ist was passiert und es passiert ständig weiter. Aber wen kümmert's? Nee. Wer wird sich dran erinnern, ob es noch weiter passiert? Und wem passiert es überhaupt? Wem passiert das Passieren? Das will natürlich keiner wissen, weil keiner da ist, um das herauszufinden. Ist keiner da und dieser keiner, dieser niemand ist immer noch einer zu viel. Für wen? Für wen ist er zu viel? Für sich selbst natürlich, denn das Selbst akzeptiert absolut nur sich selbst und nicht einen Niemand, der denkt, er wäre keiner in einem Selbst, über das er selbst sprechen könnte. Das Selbst als Berufskraut, hier in der Kiesgrube wächst es und der Taro-Ling, der Trafo, Xaro, Bambelaro, kaut es und es kaut sich gut
und es lässt einen scharfen Geschmack auf dem hinteren Zungenbereich und auf dem hinteren Gaumenbereich hinterlässt es. Ja, Selbstgespräch. Auch wieder schön geselbstzettet. Los. Das Selbst ist los. Nein, das Selbst kann sich von sich selbst nicht lösen. Und es sagt, spreche nicht, während du isst, mit vollem Mund. Aber der Mund ist nur halb voll mit Berufskraut, dem sogenannten Perplexus animatius, dem Duritatius contemplatus peripheria censius. Bla, bla, balla, balla, bla, bla, balla, bla, 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 balla, balla, bla, bla. Nun lasst uns wieder tief in die Verwirrung des kleinen Selbst eintauchen und uns vormachen, dass da draußen andere sind, die mit uns Dinge machen könnten, von die wir gar nicht wollen, dass wir in so einer Abhängigkeit stehen, zu einem körperlich-geistigen, evolutionären Prozess, der uns bla 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 einen Samen in uns gesetzt hat, und der Same heißt Sehnsucht, und die Sehnsucht treibt uns dorthin, uns selbst zu erkennen. Doch letztendlich erkennt das Selbst nichts außer sich selbst. Und nicht mal das, denn alles, was es erkennen kann, kann das Selbst nicht sein. Denn das Selbst ist, ohne dass es sich erkennen muss. Und darum spielt es das Spiel der Selbsterkenntnis. Und es wird sich nie erkennen, und darum wird es ewig weiter spielen. Ha 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 ha